Bularus gegen Schweinsteiger. Und Sie wissen, Bularus hat schon gelb. Tja, Stuttgart in Unterzahl. Das war abzusehen. Das war abzusehen, wenn Labbadia den nicht rausnimmt, dass ihm immer wieder mal sowas Ähnliches unterläuft. So spielt er nun mal. Khalid Bularus. Schweinsteiger will anscheinend zur Ehrenrettung des Stuttgarters da eingreifen und sagt, es war vielleicht gar nicht so schlimm. Bularus bittet Florian Mayer, nochmal das Gespräch mit Bastian Schweinsteiger zu suchen. Das tut er auch. Aber er nimmt seine Entscheidung nicht zurück. Hätte mich auch sehr gewundert. Jetzt winkt er nochmal Schweinsteiger zu sich. Diskutiert jetzt mit fast jedem Florian Mayer. Kommunikation ist ja gut, aber irgendwann muss jetzt mal eine Entscheidung fallen. Also er hat klar das Zeichen gegeben, Bularus muss runter. Ein Abschiedsgruß. Und die letzten 22 Minuten spielt Stuttgart in Unterzahl und muss versuchen, diesen Rückstand wettzumachen. Ich schaue mal an, was hier. Ja, also. Wir können hier gemeinsam noch ein paar Mal gucken, liebe Zuschauer. Das ist ein relativ normales Foul. Irgendwann ist, ich war natürlich mit dem Schiri im Gespräch und der Schweinsteiger war dazu gekommen und hat gesagt, das war für mich keine gelbe Karte. Ich hatte ihn leicht getroffen, aber das war für ihn keine gelbe Karte. Aber, und er wollte das, glaube ich, ändern und dann hat der Schweinsteiger noch gesagt, aber sie muss entscheiden, ob das eine gelbe Karte ist, ja oder nein. Und auf dieses Moment hat er gesagt, okay, für mich war das eine gelbe Karte. Bayern München hat nicht nur einen guten Spieler, sondern die haben einen großen Spieler. Das ist Basti Schweinsteiger. Einfach, weil er heute etwas gezeigt hat, was einfach Qualität zeigt. Dass er versuchen wollte, trotz eines engen Spielstandes, den Gegenspieler von der gelb-roten Karte zu bewahren. Und da von meiner Seite ein Riesenkompliment. Und das spricht für den FC Bayern, dass so ein Spieler in ihren Reihen ist.